Hallihallo und willkommen zum zweiten Teil meiner Bundesliga-Prognose für die kommende Saison 2016-2017. Letztes Mal hatten wir die Absteiger, oder besser gesagt, die um den Abstieg spielen werden oder darum kämpfen werden, in der ersten Liga zu bleiben. Dieses Mal kümmern wir uns um die, wo es nach oben und nach unten alles möglich sein wird. In meinen Augen einfach aus dem Grund, ja, dass sich einige davon durchaus auch für Europa qualifizieren können, andere aber auch durchaus noch um den Abstieg spielen könnten, falls viel schief läuft. Also heute die Plätze 12 bis 7. Letztes Mal hatte ich auch einen Fehler, dann habe ich gesagt bis Platz 12. Aber klar, wenn man 6 abzieht, sind wir 18 bis 13, 12 bis 7 und 6 bis 1. Logisch, habe ich falsch erklärt, aber ihr wisst natürlich hoffentlich, was ich meine. Also machen wir heute weiter mit Platz 12 und gehen dann runter bis Platz 7, um den Countdown weiterzuführen. So, auf Platz 12 ist vielleicht die größte Überraschung, zumindest für mich, für euch, die ich vielleicht hier nenne. Und denn auf Platz 12 sehe ich diese Saison den VfL Wolfsburg. Ja, ich traue denen persönlich ja fast gar nichts zu in dieser Saison. Die Unruhe in dieser Mannschaft ist einfach gigantisch groß. Hacking ist in meinen Augen, bitte nicht falsch verstehen, liebe Wolfsburg-Fans, kein wirklich, wirklich guter Trainer. Der konnte in der Saison, wo sie wirklich top waren, konnte er sich eigentlich nur auf De Bruyne verlassen und ja, ansonsten, naja. Also wie gesagt, ich halte von Hacking nicht sonderlich viel und ich glaube auch persönlich, dass einige von den Spielern, die jetzt weggingen, durchaus Probleme mit dem haben. Aber, wie gesagt, meine Außenansicht kann natürlich durchaus sein, dass das nicht so stimmt. Aber ich glaube, diese große Unruhe, wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit, vor allem Transferfenster. Das soll auch vor allem auf ja, meine Transferansichten und die Transferpolitik der Vereine kann ich das durchaus noch auswirken. Und ich glaube, vor allem bei Wolfsburg wird auf jeden Fall noch ein, zwei große Transfers kommen. Durch das VW-Geld und auch durch das Geld, das sie sonst eingenommen haben, durch Transfers bisher. Von daher kann sich meine Ansicht da vielleicht ganz schnell ändern mit dem Top-Transfer, aber ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube, die Unruhe dieses Jahr wird zu groß sein. Es würden die ganze Zeit nochmal Stimmen laut werden, dass noch der eine oder andere weg will. Jüngstes Beispiel natürlich Julian Draxler, wo natürlich irgendwann noch nicht klar ist, ob er jetzt vielleicht nicht doch am Ende, bis zum Ende sich hinsieht, der dann doch noch geht oder ob er tatsächlich bleiben muss. Trotz der Stellungnahme kann es jederzeit sein, dass man ihn trotzdem abgibt. Ich meine, De Bruyne hat ja eigentlich auch live behauptet, dass er bleiben wird und dann war er ganz schnell weg. Ja, ansonsten Schürrle weg, Kruse weg und Naldo weg. Das sind auf jeden Fall auch wieder drei Spieler, die durchaus das Spiel letztes Jahr halbwegs geprägt haben. Schürrle jetzt vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem relativ erfolgreicher Torschütze. Kruse, ja, durch seine Schlagzeilen, aber anfänglich auch ordentliche Leistung. Und Naldo war eigentlich die große Konstante in der Innenverteidigung. Da sehe ich auch wieder Probleme jetzt. Ich weiß nicht, ob Bruma das Ganze wirklich lösen kann, dass Naldo weg ist. Der war ja schon mal in der Bundesliga gerade auch nicht so überzeugt. Bruma mit Knoche, glaube ich, jetzt die Innenverteidigung sollte sein. Ich bin mir nicht sicher. Dante steht angeblich auch noch vorm Absprung. Heißt auf jeden Fall, dass er Favre folgen sollte. Vielleicht hat sich das auch schon wieder erledigt. Ansonsten hat man sich aber trotzdem offensiv relativ gut verstärkt. Brekalo und Kuba für die Außen geholt. Majoral für vorne drin geholt. Und ansonsten natürlich, sehe ich einfach den Kader nicht als stark genug an, um Europa dieses Jahr mitzuspielen. Gerne darf ich Wolfsburg eines Besseren belehren und eine Top-Serie hinlegen und landen irgendwo zwischen Euroleague und Champions League. Dann lage ich halt komplett falsch, aber meiner Ansicht nach, vor allem jetzt noch mit Draxler, mit der Unruhe, die sich auch mit in die Saison reintragen wird, keine Frage, wird es für mich in Sagen von Wolfsburg irgendwo im Niemandsland landen und relativ uninteressante Saison spielen. So, auf Platz 11 sehe ich den HSV. Da kann es aber durchaus auch sein, dass es da deutlich weiter nach oben geht. Was heißt deutlich? Ein Stückchen weiter nach oben geht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal eine halbe Krisensaison haben werden. Die haben sehr kluge Transfers getätigt in meinen Augen diese Saison. Die Abgänge sind vertretbar gewesen. Natürlich Dropny, Olic, Kaccha, Ilicevic. Alles Spieler, die, glaube ich, relativ hohe Gehälter hatten, aber irgendwie auch nicht so wirklich nötig waren mehr im Kader. Man hat sich gut verstärkt, mit Kostic natürlich ihren Königstransfer getätigt. Dazu hat man noch einen jungen Waldschmidt geholt von der Eintracht. Man hat sich noch verstärkt mit Halilovic und mit Bobby Wood. Vor allem Halilovic natürlich vielleicht der größte Coup, vor allem für das Geld. Klar, wahrscheinlich die Rückkaufklausel ist ja drin, aber wenn er einschlägt, hatte man ein, zwei, drei Jahre einen überragend guten Spieler vielleicht. Also ja,
Wolfsburg, sehr gut schön. HSV hat auf jeden Fall sehr gute Transfers getätigt. Persönlich aber ist mir vor allem, ja, hätte man irgendwas in der Innenverteidigung tun sollen. Ich finde die ziemlich schwach. Giroud ist wirklich nicht gut und dann hat man noch Kleber und Zweit, das ist eher jetzt erstmal verletzt am Anfang. Also da hätte man vielleicht was tun sollen. Vielleicht tun sie noch was und belehren mich eines Besseren. Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr, sehr ordentliche Runde werden sie diesmal spielen. So, auf Platz 10 sehe ich diese Saison die Hertha. Ja, die werden diese Saison nicht vorne mitspielen, behaupte ich mal. Wie gesagt, lange auf Champions League-Kurs und jetzt gerade vor ein paar Tagen, je nachdem wann das Video raus ist, gegen Brøndby halt die Euroleague verloren. Und damit hat man sich jetzt, glaube ich, ziemlich viele Pläne insgesamt versaut, intern, vor allem transfertechnisch. Man hat mit Ondrej Duda ihren wahrscheinlich jetzt schon Königstransfer getätigt. Man hat, wird jetzt einfach kein Geld mehr haben, so richtig. Wahrscheinlich das Euroleague eingeplante Geld, ja, das ist halt jetzt leider nicht da, weil man ausgeschieden ist gegen Brøndby. Das ist ziemlich bitter. Da wird wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Spieler kommen. Ich glaube, Allen von Liverpool wird ausgeliehen zum Beispiel. Aber ansonsten, ja, würde ich fast behaupten, der Kader ist zwar weitgehend zusammengeblieben, aber ich glaube einfach, ja, wird die Saison nicht ganz so weit nach oben gehen wie letzte Saison. Es wird eher an die Rückrunde anknüpfen, wo man wirklich schon nicht mehr ganz so gut dastand. So, auf Platz 9, die wahrscheinlich mit Abstand größte Wundertüte der Liga, RB Leipzig. Einige von euch, oder ich weiß das aus vielen Prognosen, Leipzig schon sofort in die Euroleague tippen, irgendwo auf Platz 6, 7, sowas um den Dreh. Ich glaube nicht dran. Ich glaube eher, es geht deutlich weiter drunter, als die meisten denken persönlich. Das erste Jahr Bundesliga für die viele, viele aus diesem Team. Ja, das meiste sind halt Youngsters, das ist der Weg, den RB geht und dann gehen sie ihn halt, ja. Ich werde hier keine, ich bleibe neutrale Stellungnahme, ob ich es gut oder schlecht finde und wie ich dazu stehe. Ich möchte einfach hier neutral prognostizieren, wo sie am Ende landen werden. Also 9, wie gesagt, schon relativ hoch, wie ich sie in meinen, für mich selbst ansetze, könnte auch eher 10 oder 11. Ich glaube, irgendwo, sie werden halt irgendwo im Mittelfeld im Niemandsland landen. Ich glaube nicht wirklich, dass sie in Europa mitspielen. Sie werden aber auch nicht um den Abstieg spielen. Man hat mit Keita und mit Werner zwei große Transfers getätigt. Dazu noch Müller im Tor geholt, der wahrscheinlich auch Stammkeeper werden wird, so wie ich es gesehen habe. Und ansonsten hat man wirklich einen brutal starken Angriff noch mit Selke, Paulsen, Sabitzer und so weiter. Hinten sehe ich auch eher die Probleme in der Defensive, aber wie gesagt, mit diesem starken Angriff könnte da durchaus was nach vorne gehen, aber in meinen Augen halt nichts in Richtung Europa, zumal neuer Trainer müssen sich auch erstmal finden. So, auf Platz 8 sehe ich den 1. FC Köln, gab es gerade ein Interview, hat der Stöger gesagt, ja, Platz 9 waren wir letztes Jahr, den würden wir gerne verteidigen für die neue Saison und ich glaube auch darum wird es gehen und darum das wird Köln auch erreichen, ob es jetzt Platz 8 oder 9 wird oder Platz 10. Auf jeden Fall irgendwas darum herum werden sie erreichen. Einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall drin. Größte Abgänge waren Gerhard und Vogt. Ja, durchaus prominente Abgänge, aber jetzt glaube ich nichts, was dem Spiel komplett schaden wird. Man hat sich okay verstärkt. Der größte Transfer war halt dieser Gurasay oder so. Ich weiß nicht genau, da ist natürlich das große Problem. Risikohaft, der ist verletzt, wird erst noch operiert, könnte durchaus Probleme da geben. Ansonsten soll er ja ganz ordentlich sein. Ansonsten ist der Kader halt weitestgehend gleich geblieben zum letzten Jahr und deswegen glaube ich auch einfach, es wird alles so sein wie im letzten Jahr und Köln wird einfach wieder im guten Mittelmaß ohne Abstiegsprobleme landen. So, auf Platz 7 und damit vielleicht schon Europa. Platz 7 könnte wieder reichen, durchaus, aber ich glaube auch Hoffenheim könnte es durchaus direkt schaffen. Also das ist wirklich eine Truppe, die ich dieses Jahr als sehr, sehr stark ansehe. Nicht nur durch die Transfers, sondern vor allem halt durch Julian Nagelsmann. Man hat ja gesehen, als der übernommen hat, ging es für Hoffenheim aber ganz, ganz schnell raus aus den gefährdeten Plätzen. Und alleine deshalb glaube ich schon überhaupt nicht, dass sie dieses Jahr mit was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also wirklich gar nichts. Da geht es dieses Jahr in Richtung Europa. Ob sie es schaffen, ist natürlich die andere Sache. Aber ich glaube, das Potenzial dazu haben sie auf jeden Fall. Die größten Abgänge Strobel und Volland sind natürlich schon schade. Vor allem Volland wird schwer zu ersetzen sein, aber man hat Kramaric fest verpflichtet, man hat Sandro Wagner geholt, der durchaus ein fehlendes Puzzleteil sein könnte für die Hoffenheimer Offensive. Man hat Hübner, einen für die Defensive, einen richtig starken geholt. Und man hat mit Rupp vielleicht einen der Überraschungsmänner letzte Saison, weil er sehr, sehr stark trotz der schwachen Stuttgarter Saison in FIFA immer ein neues Team of the Season bekommen. Also ich glaube, die Verstärkungen waren schon wirklich sehr, sehr schlau. Volland zu ersetzen wird schwer, aber allein durch Nagelsmann und
die durchaus ordentlichen Transfers könnte es dieses Jahr für Hoffenheim in Richtung Europa gehen. So, das war Part 2 meiner Bundesliga-Prognose. Die Teams, die im gesicherten Mittelfeld landen werden oder vielleicht sogar Richtung Europa schielen könnten. Wie gesagt, schreibt mir bitte wieder eure Platzierung 12 bis 7 auf. Ja, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ja. 12 bis 7 auf, wie ich sie euch hier eben genannt habe. Also natürlich nicht mit denselben Teams, sondern wenn ihr andere Vorstellungen habt, schreibt mir das wirklich sehr gerne hin. Vor allem, wie ihr das mit Wolfsburg seht. Vielleicht sei eine von euch auch, ja, gerade weil die Spieler wechseln, landen jetzt weiter vorne. Ich weiß es nicht genau. Wie immer gilt, wenn einer von euch Fan eines der genannten Vereine ist, darf er mich gerne etwas Besseren belehren. Sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bewerten bitte nicht vergessen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.